Hallo liebe Simracing-Freunde und willkommen zurück bei We Play As One. Ich bin seit geraumer Zeit auf ACC unterwegs, und da mir die öffentlichen Lobbys, die öffentlich zugänglichen Rennen mittlerweile dermaßen auf den Sack gehen, habe ich mich gefragt, schaffe ich die LFM-Lizenz, schaffe ich es in die Community von Low Fuel Motorsport? Für die, die nicht wissen, was das ist, LFM ist eine von der Community organisierte Gemeinschaft für die Community, um besser organisierte Rennen zu absolvieren in Assetto Corsa. Und da ich immer wieder auf der Suche bin, mich mit anderen Spielern auf fairem Niveau zu messen, habe ich es probiert, ob ich mich für die LFM-Lizenz qualifizieren kann. So viel vorab, ich habe es geschafft. Die Strecke, die man aktuell absolvieren muss für die Lizenz, die variiert ja immer von Saison zu Saison, ist Zolder. Die Zielzeit war eine, ich glaube, eine 1:32, 2 oder 1:33,2 zu diesem Zeitpunkt. Da musste ich erstmal schlucken, weil die Erfahrung auf Zolder, vor allem die Rundenzeiterfahrung, jetzt nicht so da war bei mir. Habe mich dann einfach mal reingesetzt, habe die 7, 8, 9 Runden absolviert und ja, wir schauen uns jetzt mal ein paar Ausschnitte aus meinem Stint an und gehen nachher dann noch auf die Average Lap Time ein. Gehen jetzt rein in ein paar Ausschnitte von meinem Hot Stint. Viel Spaß! So, wir sind jetzt schon auf dem Weg raus aus der Boxengasse zur Outlap. Ich war dann doch etwas angespannter wie erwartet, weil ich eben 0,0 einschätzen konnte, wie meine Rundenzeit mit welcher Rundenzeit ich auf Zolder in der Lage bin zu performen. Versuchte hier gleich mit etwas Aggressivität die Reifen so schnell wie möglich auf Temperatur zu bringen. Kleiner Korrektur hier am Ausgang bei der Schikane vorhin, deswegen auch aufgrund der kalten Reifen. Wir gehen hier in die erste Runde und haben hier links schon den ersten Störfaktor eines anderen Piloten, der auch am Lizenztest teilnahm. Hier leider Scheitelpunkt etwas verpasst. Also wie gesagt, es war mir schon anzumerken in der einen oder anderen Situation in den ersten Runden. Auch die Reifen waren so noch nicht ganz da von der Temperatur und vom optimalen, für mich optimalen Reifendruck. Ich bin ja mit dem standard aggressiven Setup unterwegs. Das Einzige, was ich geändert habe, war die Bremsbalance etwas nach hinten verlegt, weil der Ferrari eben doch eher zum Untersteuern tendiert. Und hier war ich dann gleich mal zu schnell dran. Dem Grund geschuldet einfach leichte Anspannung, Wagen noch nicht ganz auf optimaler Temperatur. Aber es sollte dann im Verlauf der nächsten Runden immer besser werden. Wir sind hier dann schon auf dem Weg in die zweite Runde. Auch hier Scheitelpunkt etwas verpasst. Aber schon langsam kehrte dann auch die Sicherheit, hier wieder kleines Korrigieren, die Sicherheit zurück. Und der Wagen fing dann auch schon langsam an, das zu machen, was er sollte. Hier noch relativ vorsichtig in die Schikane rein. Wenn man hier ein bisschen versetzt dran ist, dann hebt es den Wagen aus und die Runde ist verloren. Auch hier, aber der Ferrari steckt wirklich, kann wirklich viel. Der neue Ferrari kann wirklich viel wegstecken.
was Curbs und Bodenwellen betrifft. Hier sauber am Exit. Wie erwähnt, man merkte dann von Kurve zu Kurve, dass die Sicherheit zurückkam. Nach den Anfangsproblemen in der Outlap und in der ersten fliegenden Runde. Und die erste gezeitete Runde war dann eine 1.30.8 und da war mir dann innerlich schon leichte die Erleichterung anzumerken, dass das eigentlich, wenn sich die Konstanz hier einspielt in die Runden, mit der Lizenz klappen sollte. Es waren tatsächlich zu diesem Zeitpunkt so zwischen 7 und 9 Teilnehmer mit auf dem Server, die auch Interesse hatten, die Lizenz zu erwerben, sich zu qualifizieren. Ja, auch hier merkt man es mit viel mehr Schwung, teilweise 6/10 schnelleres Delta im Vergleich schon zur ersten Runde. Da war die Risikobereitschaft dann schon da, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Wagen jetzt die Temperatur erreicht hat, mit der man dann schon ein bisschen pushen kann. Hier auch vor der letzten Schikane 5/10 schneller als die erste gezeitete Runde. Eine 1.30.2. Hier Scheitelpunkt wieder etwas verpasst. Und somit gehen wir dann auch schon in meine schnellste Runde. Runde 7. Hier schön am Exit. Volle Streckenbreite genutzt. Auch hier hilft es dann etwas, die Bremsbalance nach hinten zu stellen, wie ich es anfänglich gemacht habe, um mit Trailbreaking etwas besser um die Kurve zu kommen. Schikane dann hier schon wieder gleich nach dem Einlenken wieder voll auf dem Pinsel. 23/10 zu dem Zeitpunkt. Schneller. Hier bei dieser Schikane gar nicht so viel rausgeholt. Aber dann mittlerweile gute Traktion gehabt. Fünf Zehntel schneller auf dem Weg in die letzte Schikane. Hier wirklich dann für mein Ermessen sehr gut getroffen. Früh aufs Gas, komplette Breite mitgenommen. Und dann im Endeffekt fast eine halbe Sekunde schneller, eine 1.29.6 war dann meine schnellste Runde. Ja, und dann nahm ich so langsam ein bisschen Tempo raus, ging auf Nummer sicher, ja, wollte keine ungültige Rundenzeit riskieren. Ist natürlich verlockend, ja, der Benzin war dann schon etwas verbraucht, der Wagen wurde leichter von Kurve zu Kurve. Das verleiht dann immer ein bisschen, ja, nochmal einen drauflegen zu wollen natürlich. Aber hier in erster Linie war dann Sicherheit das Wichtigste. Ja, um nicht irgendwie mit einem blöden Fehler den Stint ungültig zu machen. Hier schon wieder viel vorsichtiger in die Schikane. Ja, ihr seht es selbst,
halbe Sekunde dann langsamer als wie meine vorherige beste Runde. Aber wie erwähnt, es ging dann nur noch um unter der Zielzeit zu liegen. Eine Sicherheitsrunde legte ich dann noch oben drauf. Die schauen wir uns auch noch an. Die war ganz in Ordnung. Wie gesagt, alles Safety First. Trotzdem zwischenzeitlich relativ nah dran an der All-Time Best. Zwei Zehntel dann zurück auf dem Weg in die letzte Schikane. Aber zu dem Zeitpunkt war es mir dann schon klar, dass der Lizenzier noch ein kleiner Quersteher. Ja, wie gesagt, alles Safety First. Und hier zu dem Zeitpunkt war es mir dann schon klar, die Lizenz ist geschafft. Den Wagen noch leicht ausrollen lassen. Ja, Freunde, das waren die Ausschnitte aus meinem Hotstint für die LFM-Lizenz. Es wurde dann doch, wie ihr sehen könnt, eine niedrige 1.30er durch 1.30.2 als Durchschnittszeit. Es war dann doch nicht so schwer wie am Anfang erwartet. Jetzt freue ich mich auf die ersten Rookie-Rennen. Hoffe, ihr seid dann zum ersten Rennen auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal, euer WePlayers1. Ciao.